Vielleicht ist er zu schlecht und kann ich darauf reagieren. Oh mein Gott! 5 legendäre Königsthron. Wir kriegen insgesamt über 1800 Karten kriegen wir jetzt. Bonus. Super Bonus. Mega Bonus, komm! Hey Leute, wir sind heute wieder auf dem Ultra Pay to Win Account und heute wollen wir etwas bisher schaffen, was ich nie für möglich gehalten hätte. Und zwar wollen wir es heute schaffen, auf die 5000 Trophäen zu kommen, ohne einen einzigen Turm zu verlieren. Wird sehr schwierig, wir haben immer noch über 400 Trophäen und wir haben jetzt erstmal hier direkt zum Anfang, würde ich sagen, 3 Special-Truhen, zum einen eine Mini-Packer-Truhe, zum anderen 2 Kobold-Riesentruhen plus eben den Pass Royale. Und wenn wir es auf die 5000 Trophäen schaffen, würde ich sagen, öffnen wir auch noch 5, passend wegen 5000, 5 legendäre Königstruhen. Würde ich sagen, ich bin gespannt, wie das Ganze laufen wird und euch wie immer viel Spaß mit den Highlights. Okay, so, wir kommen zu den letzten Karten und kommen dann direkt jetzt hier zu 2 legendären Blitztruhen. Wir haben leider, so wie es aussieht, keine legendäre gezogen. Komm, letzte Truhe? Nein, schade. Okay, würde ich sagen, let's go, 2 legendäre Truhen und ich wünsche mir einfach irgendeine geile legendäre. Magieschütze ist gut. Spiele ich persönlich nicht, würde ich blitzen. Nee, Königsschütze jetzt auch nicht. Eismagier auch nicht, will ich nicht. Elektromagier ist noch. Ich mag eher Elektromagier, finde ich ganz nice. Ja, komm, Lex ist gut. Danke für den nächsten Sub gerade. Mega Ritter. Ist ja geil. Wir haben eben ein Deck drin. Aber ich spiele eigentlich nicht so gerne momentan. Königsgast auch nicht. Ich will irgendwas spielen. Friedhof ist eigentlich ganz nice. Friedhof mag ich. Wir nehmen Friedhof. Okay. Kompletter Pass Royal. Ich würde sagen, wir kommen jetzt hier zu diesen extrem geilen Special-Truhen. Ich weiß nicht genau, was sie enthalten. Wir können ja gerade mal schauen. 200 Karten steht da, wir kriegen vor allem extrem viele Mini-Packers. Erstmal Gold hier, Königsräte. Und jetzt, komm, jetzt Glück. Bonus. Super Bonus. Mega Bonus. Nicht den maximalen, aber trotzdem. 14 Mini-Packer, was kriegen wir noch? 5er Golem, ist eher nice. Und jetzt besonders gut, denn wir kriegen jetzt hier den Koboldriesen, den wir schon auf Level 11 haben. Mal schauen, wie oft kriegen wir den jetzt? 5 bis 12 Mal, das ist gar nicht schlecht, mal schauen. Kostet dafür auch 500 Gems, aber ist in Ordnung. Auch ordentlich Gold schon mal direkt, Feuerball. Golem zweimal. Ritter. Ich dachte kurz, wir kriegen den Legi. Oh, schade. Egal, komm. Jetzt Glück. Bonus. Super Bonus. Nur der Super Bonus. Nur 6 Mal. Wir bräuchten halt echt. Komm, einmal 12 und einmal maximalen Bonus noch. Komm. Gold. Pumpe. Lakaien. Jetzt. Bonus. Super Bonus. Mega Bonus, komm. Sehr enttäuschend, nicht den maximalen Bonus, war egal. Würde ich sagen, beide Angebote auf jeden Fall sehr lohnen. Wir haben über 13.000 Gems. Wir werden, wie gesagt, wenn wir die 5.000 schaffen, noch 5 legendäre Königstruhen öffnen. Und jetzt bin ich gespannt, ob wir es wirklich schaffen, keinen Turm zu verlieren. Oh mein Gott, okay. Oh mein Gott, nein, das ist Level 13 Golem. Ich will jetzt echt nichts sagen, aber das ist erst in der Nacht. Oh mein Gott. Was machst du da unten? Hey! Wir sind hier nicht bei 5000, bei 6000 eher, bei 7000 gefühlt. Oh, das ist sehr gut für uns. Sehr gut. Oh mein Gott, Barbarenpass. Okay, wir können, ja klar, wir können steffen, aber an sich... Seht ich das an? Oh mein Gott, seht ich das an, ne? Jetzt versagt auch noch mein Hals. Wir supporten das Ganze noch. Was ist das denn für eine, ey? Keine Tre... Ah, nee, das tut gar nichts, okay. Das ist halt... Hä? Einfach nur, hä? Was ist denn... Wie kann der bei 4.500 sein? Habe ich die Gegner... Habe ich vergessen, wie gut die Gegner waren? Oder ist er einfach nur komplett überlevelt für die Trophäenhöhe? Ach, keine Ahnung. Okay. Nee, Leute, kein Snipe. BTF, wieso sollte mich irgendein Asiate snipen wollen? Das ist ja übel komisch. Okay. Wir machen ein bisschen Schaden mit der Nachthex. Das ist gar nicht mal so schlecht. Der Henker ist halt noch... Ach, der Henker, ne? Jetzt mal gespannt, was er jetzt macht. Ich würde sagen, ich bringe einen Eos, allein schon, weil er den Golem noch anhalten kann. Ja, sehr schön. Komm! Sehr schön, Ehre. Sehr gut. Und jetzt, ganz wichtig, dass er die Minigonus trifft. Ja, als die Verteidigung sitzt, aber es bringt uns halt nicht so richtig weiter. Ne? Was machen wir jetzt? Wir warten erstmal wieder ab. Wir haben halt schon so viel Schaden. Ich weiß nicht, wie wir das steffen wollen, um ehrlich zu sein. Es ist doch praktisch unmöglich. Oh mein Gott. Also wenn wir das schaffen, wäre es krank. Was ist das denn erklärt? Oh, wenn wir das direkt das erste Match nicht schaffen. Das wäre halt schon hart, aber... Oh mein Gott, let's go. Sehr schön.
Wird nicht gewone-shottet, leider. Ich hab das gesehen, es tut weh, aber ist in Ordnung, ist nicht so schlimm. Leider nicht direkt mit einem Schuss erledigt. Ich geh rein, komm. Ich geh rein. Was macht er jetzt? Ja, er macht's richtig, weil das halt. Viele fällen da halt rein, machen's falsch, aber er macht's richtig. Er bringt hier einfach nur Boden davor und defensiv. Und das war sehr stark von ihm. Okay, Mega Ritter dreht sich um, let's go! Oh mein Gott, er spielt halt echt nicht gut, aber ist auch klar, ich meine, wenn er den Truppen hier so weit unten ist, ist halt logisch auch irgendwie. Es gibt auch Tiebreak, oder? Sehr schöner Lightning. Sehr schön, okay, jetzt muss er aufpassen. Dunkler Prinz dazu, komm, bitte. Boah, direkt das erste Match. Er wird jetzt mal alles umdrehen, das Park, genau. Barbarenfass, oh mein Gott, der trifft! Nein! Ah, es kam zu spät. Egal, wir sind trotzdem dran. Wir sind dran, Dunkler Prinz! Es reicht aus, oder? Nee, noch nicht. Ganz ruhig. Lightning reicht aus. Wir haben es fast geschafft. Lightning reicht aus. Er schreibt gutes Spiel. Lightning kommt. Wir haben gewonnen. Wir haben es einfach geschafft. Extrem defensiv geblieben. Erstes Match überstanden. Ey, aber was war das für ein erster Gegner, bitte? Also, sorry, aber... Nachtext nach hinten. Nein, schlechtes Timing. Oh mein Gott. Nein. Was war das für ein Timing, bitte? Wenn er jetzt irgendwas... Oh mein Gott, nein. Soll aber klar gehen. Ich glaube, er hat nichts. Alles gut. Kriegen jetzt trotzdem so viel Schaden auf dem Turm, das ist halt übel dumm. Oh mein Gott, das ist viel zu viel Schaden. Der letzte hat auch. Okay, das ist in Ordnung, gegen den Egos. Okay. Wir müssen diesen Turm verteidigen. Kostet es, was es wolle. Ich bring Spark hier rein. Wenn er halt irgendein großes Ballets hätte, ne? Egal, wir sind dran hier. Wir sind dran, okay. Wir achten jetzt halt sehr darauf, dass wir jetzt hier gut defen können. Sehr schön. Hier war ein Fuss. Okay, das war jetzt auch übel bad von dem WTF. Alter, so lucky. Sehr schön. Okay, dann bleibt Prinz auf hinten. Wir dürfen jetzt hier nicht reinschocken, wenn er jetzt irgendwie noch ein großes Bett oder so hätte, ne? Oh, Gott sei Dank, ey. Alter, das soll es jetzt gewesen sein. Angst, nicht vergessen. Das kann halt, wenn wir immer noch. Wir können immer noch einen Turm verlieren. Aufpassen. Ne, das war's eigentlich. Ich schreib wow. Wir haben's gewonnen. Es ist halt so hart, ey. Diese eine Riese, wir haben gerade eine Nachtwechsel nach hinten gebracht in der Sekunde. Wir kiten mit dem dunklen Prinzen. Geht das? Nein, ich hab gefailt! Oh mein Gott, nein. Ich brauch einen Grabstein, oder? Oh mein Gott, ich bin gerade so. Nein, sieht nicht gut aus. War ich auch zu aggressiv. Der Grabstein stimmt auch weg. Er bringt auch Wächter rein. Aber wir haben viel zu viel Schaden bekommen, weil ich den Kite gefailt habe. Dunkle Prinz ist immer dran, okay, trotzdem. Bringt noch ein Drachenbaby, sehr gut, okay. Barbarenfass rein. Das sieht nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Wir brauchen jetzt hier auf jeden Fall einen Evo, das ist klar. Der ist gefailt schon wieder. Nein, der ist nicht gefailt, alles gut. Ich dachte schon. Okay, brauchen es ab. Brauchen gleich einen Sparky. Erstmal ein Drachenbaby. Ich glaube, es wird ganz schwierig werden. Mal schauen. Dr. Prinz. Ich dachte kurz, ich hätte reingefällt, aber von wegen. Alles gut. Egos. Komm! Jawohl, sehr schön. Richtig. Der überlebt, oder? Der überlebt, ja, sehr schön. Vielleicht können wir jetzt so den Turm holen. Komm! Ja, es kann gut werden. Wenn wir den Turm haben, ist alles gut, glaube ich. Wir können, glaube ich, steffen. Wir brauchen nur den Turm jetzt erstmal. Ja, sehr schön. Grabstein rein. Wir haben kein einziges Mal ein Sparky gespielt, weil ich dumm bin. Jetzt ist es. Oh Gott. Da war ein Fass. Das reicht, glaube ich, nicht aus, oder? Nee. Oh mein Gott. 4800. Aber die Gegner werden jetzt so heftig werden. WTF. Was haben die schon für Level? Die Level sind ja so viel krasser jetzt. Oh. Oh je, oh je. Das ist irgendwie ziemlich gut von ihm sogar. Nein. Oh mein Gott. Nein! Das darf es nicht sein, ey. Oh, der Nade war. Nein, der Nade war kacke. Oh mein Gott. Doch, aber gut. Hä? Wieso bitte? Keine Ahnung. Das war's. Es ist unmöglich. Wieso haben wir so viel Schaden kassiert? Der Magier war einfach dran. Das ist halt, wisst ihr, ein unglücklicher. Es reicht aus. Er wird vielleicht sogar gewinnen. Er wird wahrscheinlich sogar gewinnen. Denn Hauptsache nicht verlieren. Alles werden wir nicht schaffen. Normalerweise. Nein. Ja, aber wir sind so weit gekommen. Aber was heißt so weit gekommen? Ich meine, wir wollten erst 4000 schaffen, ohne Turm zu verlieren. Und jetzt wären es schon fast 5000 gewesen. Friedhof Frost halt, ne? Das war's. Es war's einfach.
Aber das Ding ist halt einfach, also ich weiß nicht, wie der dran. Das war's. Massenposten, ETF. Wir haben es so weit geschafft. Egal, wir wollen jetzt wenigstens gewinnen. Wir haben bisher jedes Match gewonnen. Wir haben es bisher geschafft, keinen Turm zu verlieren. Wir haben es halt geschafft. Es ist halt absolut lächerlich, wie der erste Magier dran war. Ach, der Mini-Packer. Es war so, es ist natürlich, wir hätten sowieso den Turm wahrscheinlich so oder so verloren. Aber dass wir es hier noch 1,5 Minuten verloren haben, ist halt, also den Turm verloren haben, ist halt hart dumm gelaufen. Also erst dieser Magier und jetzt dieser Mini-Packer-Hit. Es ist irgendwie alles dumm gelaufen. Alter, lächerlich. Also es ist halt, also es ist echt lächerlich gelaufen, muss man wirklich sagen. Also dieser Magier, wie der dran war, keine Ahnung. Okay. Ich glaube, er gewinnt sogar, wenn er so weitermacht zumindest. Das ist krank. Ich mach das echt gut gerade. Das ist halt... Okay. Ich will es wenigstens noch gewinnen. Wir haben bisher jedes Match gewonnen. Wir sind zumindest noch ungeschlagen. Komm! Ich will wenigstens gewinnen. Das ist ja ganz... Ich glaube, ich gewinne es nicht mehr. Das ist zu krass. Oder? Ist noch immer alles drin. Was macht er? Was macht er? Er macht nichts. Okay. Turm ist weg. Aber trotzdem, es wird sau schwierig werden. Ich will wenigstens noch gewinnen. Und das größte Problem, was ich auch irgendwie sehe, ist sind seine verdammten Fledermäuse. Die müssen wir jetzt ausschalten, komm. Ich wusste es so sehr, das war wichtig. Funky! Nee, schieß nicht. Schade. Nächster dunkler Prinz. Wir müssen den Ofen jetzt ein bisschen ausschalten. Der Frost, das war so schlau. Wobei, wenn wir jetzt hier Barbaren fast schon reinbringen, der Funky muss überleben. Junge, wie hat er nicht überlebt? Ich glaube, wir verlieren sogar. Wie können wir das verlieren? Ich verstehe es irgendwie gerade nicht, wie wir gerade verlieren. Ich verstehe gerade nicht, wie wir das verlieren, aber wir verlieren es gerade. Das ist gut für uns. Wir verlieren gerade wirklich. Wir dürfen es nicht verlieren. 20 Sekunden noch. Okay. Sehr schön. Auch kein Hit mehr ab, sehr gut. Lightning ist bereit, das bringt sich weiter. Lightning drauf. Wer gewinnt jetzt? Er muss irgendwas machen. Er hat verloren. Funky! Jawoll! Oh mein Gott, wir haben es zumindest gewonnen. Also wie hat der denn den Turm getroffen, ne? Gekaufter geht's nicht, gekaufter wird's nicht mehr. Was machen wir? Ich kann den Schaden nicht zulassen. Ist dumm, ich weiß, aber... Vielleicht ist er zu schlecht und kann ich darauf reagieren. Oh mein Gott! Ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Zum Glück müssen wir nicht mehr den Turm verteidigen, dass wir sagen müssen, wir dürfen keinen Turm verlieren. Es ist... Wie viel Schaden macht der denn pro Schuss? Was ist da denn los? Oh, schnell! Es geht noch klar! Oh mein Gott, das Schild getroffen. Aber wie wollen wir das gewinnen? Das ist ja unmöglich. Oh mein Gott, ey. Oh, wenn wir jetzt verlieren, ich würde mich so ärgern. Wir sind so weit. Er hat einen E-Bus. Ich kann nichts machen. Der hat den größten Konter. Setz ich das an. Oh nein, jetzt verlieren wir auch noch, glaube ich, das erste Mal. Ich kann halt echt nicht. Wie kann man mit Level 13 Packer so weit unten sein? Oh nein, mit Level 13 Packer einfach. Der Megaritter war halt übel dumm, ich weiß, aber ich muss ihn halt einfach spielen. Was machen wir? Tanker nach hinten. Das ist gut für uns. Das ist sogar sehr, sehr gut für uns. Okay, jetzt mal schauen, was er jetzt macht. Sehr schön. Ich muss jetzt hier ausschalten, sehr schön. Es ist noch möglich. Mit diesem Push muss es aber... Hat er den nächsten Packer bereit, ist jetzt die Frage. Wahrscheinlich schon, ne? Oder? Oh, er failed. Eiskummer, übel fail. Er failed, komm, letzte Chance für uns. Bitte, wenigstens das schaffen. Ja, ich glaube, es ist also zumindest der Turm. Er trifft den Turm. Oh mein Gott. Wir gehen jetzt voll rein. Das war nicht so schlau von mir. Das war ein Fehler. Es geht aber in Ordnung. Es war nicht so schön, wie es aussah. Okay. Oh, das ist halt belastend hier. Der Selbst, jetzt wird der Packer wahrscheinlich 3 Hits bekommen, oder? Ja. Oh mein Gott, der ist fast tot. Ich weiß es nicht. Rein. Wir haben auch einen Nado nicht vergessen. Er hat den nächsten Packer. Ich weiß es nicht. Er hat den nächsten Packer, wie kann das denn sein? Oh mein Gott, wie schlecht.
Ja, wahrscheinlich. Oh mein Gott, der ist weggestorben, oder? Ja. Das kann sich doch niemand ausdenken. Das kann sich doch niemand ausdenken. Hätte ich nicht wenigstens nicht verlieren können einmal. Weißt du, dass es Tiebreak gibt? Ich glaube schon, oder? Muss er eigentlich wissen. Ich geh mal rein hier, komm. Er macht's gut, ist er dein Packer bereit. Er hat einfach gut gespielt, aber wieso ist er mit Level 13 Packer auf der Trophäenhöhe? Was ist mit denen falsch? Ich verstehe nichts mehr. Das macht halt einfach null Sinn. Es macht null Sinn. Wieso ist jemand, wenn er hat halt echt gut gespielt? Er hat einen Hardcounter mit Level 13 Packer gut gespielt. Und jetzt geht's los. So. Wie versprochen, jetzt 5 legendäre Königstruhen, weil wir die 5000 Trophäen erreicht haben. 5 legendäre Königstruhen. Wir kriegen insgesamt über 1500, die 1800 Karten kriegen wir jetzt. Und 5 legendäre Karten. Let's go. Erste Truhe. Ist einfach nur was Schönes obendrauf hier. Mal hier Goblins. Am besten irgendwas, was wir gebrauchen können. Hier. Speerkobolde. Eis ist nicht so nice. Okay. Ja, Valkyrie oder... Valkyrie, oder? Valkyrie, ja. Oh mein Gott, Kobold-Riesig. Wenn wir den halt echt Level 12 kriegen, werden wir das halt echt krass. Wir brauchen halt vor allem, wir müssen insgesamt mal Level 12 erreichen. Lava oder Funky? Schon Funky, oder? Ja. Zweite legendäre Königsruhe. Die erste war schon mal ziemlich nice. Komm, erstmal. Elixiergolem, stimmt. Die wäre aber der wird wahrscheinlich, also ich würde persönlich für die Karte nerven, muss ich ehrlich sagen. Ich denke, der Elixiergolem wird wahrscheinlich eh wieder genervt werden, weil er ist immer noch zu stark aktuell. Musketierin. Nein, keine Elite-Verbauung. Sorry, aber die werden nie gut werden, gefühlt. Ich spiele eigentlich keinen X-Bogen, deswegen Hexe. Aber Hexe ist auch schlecht. Hoffentlich wird die Hexe verbessert. Die ist so schlecht momentan wieder. Magieschütze oder Lavahund? Eher Magieschütze, weil Lavahund, den müssen wir Level 13 bekommen, damit hoch zu pushen. Dritte legendäre Königstruhe. Feuergeister oder Lakaien? Oder erstmal Lakaien, oder? Speerkobolde. Mega Lakai, sehr schön. Ofen. Barbarenfass, würde ich sagen. Was besser? Drachenbaby ist, glaube ich, solider. Ich denke, Henker muss eigentlich auch genervt werden, deswegen. Mega-Ritter oder Funky? Ich würde sagen Funky. Weil Mega-Ritter werde ich eigentlich nicht spielen. Weil den müssen wir auch, wie gesagt, Level 13 bringen. Zwei legendäre Königsruhen haben wir noch. Testen erstmal. Lightning, sehr schön. Was nehmen wir? Ice Golem oder... Ice Golem würde ich sagen, oder Riese. Feuergeist, ja? Schwierig. Eher Pumpe. Wieder Drachenbaby, 23 Mal. Und nochmal 1000 Bits. Einfach, ich fass es nicht. Einfach nur danke. Danke nochmal an Locky Gun spendet Bits. Für die und es kommen nochmal Bits rein. Ich fass es nicht. Nochmal danke für 50 Bits. Nice. Kriegen Elektromagier, hier, sehr schön. Letzte Truhe würde ich sagen für heute. Ich hoffe, dass wir mal irgendwas Geiles bekommen. War kein. Sehr schön, brauchen wir. Kobutriese. Den können wir echt Richtung Level 12 kriegen. Bowler, sehr schön. Grabstein oder? Ja, eher Grabstein. Ja, was würde ich sagen? Letzte legendäre Karte für heute. Schwierig. Ich würde eher Kampfwurz nehmen. Würde ich sagen, so viel zur heutigen Folge. In der nächsten Folge Patreon Account werden wir auf jeden Fall ein riesiges Blitzthron-Opening machen. Ich denke wahrscheinlich mindestens 100 Stück, vielleicht sogar 200 Blitzthron, die wir aufmachen werden. Das wird heftig werden. Da werde ich auf jeden Fall dann die Highlights zusammenschneiden. Und wir wollen natürlich weiterhin schauen, dass wir weiterhin eben ungeschlagen bleiben. Oder nicht ungeschlagen bleiben. Oder schauen, dass wir halt wenigstens nicht so oft verlieren. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Und ciao.